Oh, let's get ready to rumble. Wir sind wieder live. So, mal gucken. Letztens haben wir ja auch hier vorne irgendwo aufgehört. Muss ich überhaupt lang hier? Was hier? So, nachdem wir die ganzen Sachen auf YouTube exportiert haben, hat mich natürlich ein Zuschauer darauf hingewiesen, dass wir in der großen Halle unseren ersten Ballermann kriegen. Das Mikrofon mal noch so ein bisschen lauter. Du hörst mich ja, Uwe, oder bin ich zu laut? Ich bin nicht falsch. Ziemlich laut, ein bisschen laut ist es. Gut, jetzt besser. Jo. Perfekt. Da? Ja, genau hier war das. Ja, gut, diese. Geile Sache. Ach, guck mal, die haben die Schnauze hier von diesen Aliens vorne dran. Jetzt lang muss, ne? Genau, da waren ja ein paar Objekte, wo man das Ding, glaube ich, reinstecken konnte oder irgendwas damit machen kann. Das sind hier überall verteilt, da zum Beispiel. Jetzt kann ich es auch nutzen. Mal gespannt, wo der das jetzt hinschiebt. Immer mal direkt hinterher. Ist ja alles am Arbeiten. Oh. Und schwupps bin ich dort. Dreimal können wir eine Abreibung kriegen, dann bleiben wir direkt liegen. Weiter. Wissen wir jetzt, woran wir gestorben sind. Wahrscheinlich kann ich die auch ausballern. Der Wasserdampf ist dann doch ein bisschen heiß gewesen. Ballern wir nochmal holen und dann geht's weiter. Reiß ab, das Ding da. Wer kommt da rein? Ach, der Romano. Ich bin da. Sehr Hallo. gut. Das Trostenkant hat es richtig gut. Man hört mich doch gar nicht. Warte mal, ich halte dich nochmal ein bisschen lauter. Ah, hörst du mich nicht? Ja, doch, doch, aber du bist ein bisschen leiser aktuell bei mir. Ah, komisch. Kann aber auch an dem Spiel liegen. Ja, der ist echt weit runtergeschaltet. So, sprechen wir jetzt. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Ah, damit lässt sich arbeiten. Sehr gut. Ausballern können, dürfte eigentlich kein Thema sein.
Ja, das mundet. Waffenboss-Gorn sind ja mal richtig pervers, ne? Du hast hier so ein... Das ist alles inspiriert von diesem H.R. Geiger, der Aliens. Ja, weiß ich. Du hast hier vorne an der Knarre hast dieses Alien-Maul dran. Das schießt raus und macht alles kaputt. Jetzt beide hier platziert, die können wir also beide nutzen. Warte mal, ich brauche noch eine dritte dafür, sehe ich gerade. Ja, doch eigentlich hier vorne sein, da war ja glaube ich auch noch mal so ein Interface. Gerade war ich ja noch richtig Tralafiti und jetzt ist hier Totenstille. So, mach diese. Renato, du wusstest doch bei Rainbow Six diese Sophia, wenn du die niederschießt, dann kann die doch wieder aufstehen. No? Sophia, die hat diesen Adrenalin-Boost gehabt, ne? War das die? Nee, das war Finca. Ach so. Es gab eine Angreiferin, wenn du die platt geschossen hast, die konnte wieder aufstehen mit weniger Leben. Was nicht das, diese Fähigkeit. Ja, ist auch egal, erzähl weiter. Diese Fähigkeit haben sie ihr jetzt weggenommen. Und haben es allen gegeben, die eine Rook-Armor tragen. Scheiß. Das heißt, wenn du die Platte von Rook hast und die schießen dich nieder, kannst du wieder aufstehen. Die verpatchen sich das Game so heftig, ne? Das ist. Hat schon Grund, warum ich nicht mehr spiele. Doch irgendwas im Raum, was hier nicht hingehört. Schwer ab. So, hochheben. Riesenparasit ist das. Haben wir sie doch alle. Nee, oder? Kann ich nicht mehr nutzen. Ah genau, hier waren wir letztens dran. Ging diese ganze Maschinerie hier auf. Mein Telefon ist so scheiße. Oh. Da oben muss diese. Wer ist jetzt noch höher? Ja, tut er. Da ist noch eine Öffnung, genau. Und rein damit. Das ist schon geil gemacht, das Game. Wann hatten sie das? Das ist ja auch eine scheiß lange Zeit ist in Entwicklung gewesen. Ja. Du
Das erste Mal habe ich von Scorn gehört 2015, 2016. Das hatten sie doch zeitgleich mit irgendeinem anderen Horrorspiel noch vorgestellt, ne? Agony. Agony? Stimmt, genau. Ja. Ja, aber das fand ich ehrlich gesagt nicht so dotte. Da. 2014 wurde das angekündigt. Ja. Ja. Ja, schon eine krasse Sache. Oh, was haben wir denn da? Verstehe ich erst, was er geschrieben hat hier, der Pascal hat gerade geschrieben gehabt. Der kann 200 HP mit healen mit der Spritze. Oh, jetzt habe ich nicht aufs Spiel drauf geachtet, ich glaube, ich bin tot. Oder auch nicht. Jetzt auf jeden Fall richtig gerumst. Ach du Scheiße. Ich habe hier ganz fette Warzen an der Haut. Irgendwas, was da nicht hingehört. Oh, mein Herz, mein fucking Herz, jedes Mal. Was denn? Wenn mein Computer abstürzt, wegen dieser Grafikkarte, was passiert dann immer? Der Bildschirm geht aus, das Ding dreht durch, der Vollgas. Der Bildschirm wird schwarz, genau. Und jedes Mal, wenn ich Red Dead 2 starte, will er fragen, ob ich Autosave aktivieren möchte. Und bevor dieser Bildschirm kommt, wird mein Bildschirm schwarz. Da bleibt das Ding natürlich komplett stehen. Nein, also der Bildschirm wird erst schwarz und dann taucht der Text auf, aber in dieser Millisekunde, wo der Bildschirm über einmal so schwarz warte wird... Warte mal ganz kurz, ich glaube, ich bin neu geboren worden, ich habe eine Nabelschnur und hier liegt gut auf dem Boden. Erzähl weiter. Und jedes Mal, bevor der mich fragt, ob ich den Autosave aktivieren möchte, geht der Bildschirm für eine Sekunde oder so komplett schwarz und ja. Dann taucht erst der Text auf. Ist ja ein Ding. Sieht aber gar nicht gut aus. Das muss raus und das muss ab. Im Dreckloch bin ich denn jetzt gelandet? Sieht hier ganz kriminell aus. Finde ich immer geil, wenn man erst eine Waffe kriegt und die verliert man dann im Nachhinein wieder. Ist etwas Großes hinten rausgekrochen und sofort verendet. Das. Glaub, wir hören bei den Rückkopplungen Uwe.
denn für eine Rückkopplung? Ich würde erstmal sagen, dein Fernseher ist mal wahrscheinlich wieder zu laut, was? Die Eingeweide raus. Hier ist ein Raumschiff abgestürzt. Wie riesig die ganze Umgebung hier ist. Brennt ein Licht, da können wir rein. Was zur Hölle ist das denn? Wie ich von irgendwas Wilden hier haue. Wir rennen noch unbewaffnet durch die ganzen Gänge rum. Was ist hier? Irgendwo im Raum neben mir schreit jemand. Lässt sich nicht arbeiten. Hier muss ich irgendwas holen. Gucken wir doch mal. Was ist das? Ich hab was in der Hand. Das sieht gut aus. Akuma, das ist ein Schlüssel, ein großer Schlüssel. Steckst du diese nicht da rein? Anfangen wir da was. Dann kriegen wir da wieder so einen Bollerwagen, den wir hin und her fahren können.
Das ist er. Ah, alles klar. Mal gucken, wo ich hier rauskomme. Glaube ich wahrscheinlich im Kreis, wa? Ja. So, geht doch. Was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Oder der Schlüssel hat ein Upgrade gekriegt. Ist hier jemand schon wieder mausetot? Geh mal weg da. Lass mal den Papa an das Gerät an. Gut. Das Gerät gar nicht, dafür ist doof. Ich habe mir ja wieder alles abgenommen. Man hier arbeiten kann. Aha. Da rauskommen. War richtig. Muss mal Auge machen, was da oben gibt. Hier kann man da wieder irgendwas drücken oder auch nicht. Hier sieht ein Raum schlimmer als der andere aus. Fahrzeug mal hier. Ach du Scheiße. Ja, jetzt kriege ich sie.
Ich hab jetzt sowas ähnliches wie ein Facehugger, nur am Rücken. Der scheint hier nicht gerade wirklich loslassen zu wollen. Den Ballermann wieder, aber den Rest habe ich nicht. Das haben wir jetzt ausgeschaltet. Durchlaufen. Gesundheit. Dankeschön. Aha. Steckst du diese da rein? Jetzt sehe ich das auch. Ich kriege zwei Ringe jeweils dazu. Das läuft. Hier ist ein Fahrstuhl. Finger rein. Easy game. Ein Ring verbleibt. Lass mal suchen. Was werde ich hier übersehen haben? Aha. Das muss also hier irgendwo sein.
nicht. Was war das hier? Dafür fehlt uns dieses Gerät. Leichen werden wir sonst nichts. Sind wir auch fertig gewesen. Schlüssel raus. Was ist das? Ich will jetzt eigentlich wieder zurückgehen. Das hätten wir endlich dann komplett durch. Das ist der Ausgang. Das war's schon. Hätte ich gar nicht suchen müssen. Manchmal ist simpel am effektivsten. Und da kriegen wir auch unser Gerät wieder. Was? Jetzt mal direkt wieder rein. Thank you.
Das sind halt nur 3 von 4. Der letzte fehlt halt noch. Zurücklaufen. Irgendwo hier habe ich was übersehen. Aha. Hier war ich auch schon. Mich nicht vorhin von hier? Klar. Nicht durch. Das heißt, das kann ich hier vergessen. Wo krieg ich jetzt den letzten Ring her? Irgendwas da sein. Was liebe ich solche Spieler, wo du erstmal 10.000 Mal hin und her rennen kannst, weil da auf jeden Fall etwas übersehen ist.
Ja, da passiert auch im Grunde genommen was, aber hält sich alles aktuell so in Grenzen. Gegner gibt es ja ehrlich gesagt selten, zumindest hier am Anfang. Aber ich suche diese scheiße Ringe, aber ich finde die nicht. Wird hier irgendwas übersehen haben. Ich laufe jetzt auch gerade schon das dritte Mal, glaube ich, hier entlang. Also hier ist definitiv nichts an dem Abschnitt. Bin verzweifelt. Was von hier aus. Ja, im Grunde genommen nur hier sein. Aber da kommen wir auch nicht weiter, weil hier ein Stapel Leichen liegt. Einzige, was ich mir jetzt halt vorstellen kann, ist, dass hier irgendwo so ein Gerät ist, wo ich meine Waffe reinstecken muss. Das Ding erstmal finden. Da sind wir ja schon wieder am Anfang. Das Spiel nimmt einen halt nicht an der Hand. Es gibt keine Hinweise, wo man langlaufen soll. Entweder man sieht es oder man sieht es halt nicht. Scheint es im späteren Verlauf erst an. Das geht nicht. Hier war ich auch schon dran. Ach, guck mal da. Ich hab's gefunden. Scheißteil. Endlich. Bin ich eigentlich schon dreimal dran vorbeigelaufen. Jetzt habe ich den Pin, jetzt kann ich das Ding bedienen. Wie Fetzi, die lustige Landmine. Wer sucht, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet. Zu lange. Ich muss mit dem Fahrstuhl erstmal hoch. Letzten Ring dann holen.
hier. Genau, da ist es. Aha. Kriegen wir die Leichen hier auch weg. Säure an. Fits. So, der letzte Ring. Ich hab noch. Geht doch. Wieder ganz schnell zurück im ersten Raum. Schalten wir die nächsten Sachen frei. Das dürfte der hier gewesen sein. Aha. Gut, diese. Uff.
Aha. Mal wieder so ein Rätsel vor mir, Alter. Ich hasse sowas wie die Pest. Ach, geht doch. So, wird doch langsam mal Zeit hier. Wer überhaupt ist? Das sieht aus wie, keine Ahnung, Schlüssel. Verpiss dich. Bleib mal in dem Loch drin, wo du rausgekrabbelt bist. Müssen wir das hier betätigen können. Hier noch was ist, ist es aber nicht. Gut. What the fuck?
dann mit der Hand da reingeweiht. Die Gegend kenne ich hier. Ich glaube, wir kommen sogar die ersten Gegner, die wir abknallen müssen. Das kenne ich noch aus dem Trailer hier. Und das gucken wir uns aber nächste Mal an, so schön ganz in Ruhe. So, mit Scorn war es das erstmal für heute. Ich sag dann schon mal, gute Nacht. Jo, ciao.